Was würdest du tun, wenn du auf einer Insel gefangen wärst, auf der die älteren Menschen jeden ermorden, den sie finden? Ich erkläre dir, welche Fehler du machen würdest, was du tun solltest und wie du die psychotischen älteren Menschen in Old People besiegen kannst. Diese Familie wird es bereuen, jemals auf die Insel gekommen zu sein. Ella ist hier, um an der Hochzeit ihrer Schwester teilzunehmen, aber die Lage ist angespannt. Ihre Kinder haben ihren Vater Lukas seit der Scheidung nicht mehr gesehen und sie wollen ihn unbedingt wiedersehen, haben aber keine Ahnung, dass sie um ihr Leben kämpfen müssen, um diesem Ort zu entkommen. Am Haus ihrer Vorfahren angekommen, steigt die Familie aus, um Tante Sanna und ihren Bräutigam Malik zu treffen, die sie auf der Insel willkommen heißen. Die Tante führt sie durch das Haus, aber da wird sie von Ellas Sohn unterbrochen. Noah verrät, dass es einen geheimen Tunnel gibt, der das Gästehaus mit dem Hauptgebäude verbindet und verlässt schnell den Raum, als seine Mutter merkt, dass etwas nicht stimmt, ihr Vater ist nicht da. Und die Tante verrät, dass er in einem Altersheim lebt, aber schon lange keinen Besuch mehr bekommen hat. Währenddessen hört ihre Tochter Laura draußen ein Motorrad und erkennt, dass es ihr Freund Alex ist. Als sie aus dem Fenster schaut, fragt sie ihn, was er will, und der Junge lädt sie ein, mit ihm eine Bootsfahrt zu machen. Das ist eine aufregende Gelegenheit, und sie hat keine Ahnung, dass dieser Junge sie vor einer Horde von Senioren retten wird. Später macht sich der Rest der Familie auf den Weg zum Altersheim und stellt überrascht fest, dass es in Trümmern liegt und kaum Personal da ist, das helfen könnte. Die Gruppe macht sich auf die Suche nach dem Großvater und fragt sich, wie er behandelt wird, als sie von einer der Pflegerinnen begrüßt werden. Es ist Kim, die Freundin von Ellas Ex-Mann, und sie führt sie durch die Einrichtung, während Ella über die Zustände an diesem Ort entsetzt ist. Währenddessen geht der Sohn allein los und findet seinen Großvater am Fenster sitzend. Als Noah ihn anspricht und ihm von der Hochzeit erzählt, bemerkt er einen unheimlich aussehenden Bewohner, der ihn anglotzt. Das ist verdammt beunruhigend und der Junge hat Angst, dass er ihm etwas antun wird, aber dann kommt seine Mutter ins Zimmer. Ella entschuldigt sich bei ihrem Vater, dass sie ihn hier im Stich gelassen hat, und die Gruppe führt den Mann schnell aus der Einrichtung. Aber als sie sich zum Gehen bereit machen, sieht Noah den seltsamen Bewohner von vorhin. Er beobachtet sie auf Schritt und Tritt und wird bald ihre gesamte Familie ermorden. Später am Abend feiern die Gäste auf der Hochzeitsfeier und haben keine Ahnung, dass die Bewohner des Pflegeheims die Musik gehört haben. Sie haben so viel Spaß wie seit Jahren nicht mehr. Aber dann kommt eine Krankenschwester herein und sagt, dass sie alle ins Bett gehen müssen. Plötzlich geht das Licht aus und eine der Frauen fleht ihn an, sie noch aufbleiben zu lassen, aber er weigert sich. Der Pfleger versucht, sie zu tragen, aber sie flippt aus und beißt wild in seinen Arm. Der Pfleger stößt sie von sich und kann nicht glauben, was gerade passiert ist, als er bemerkt, dass einer der Bewohner auf ihn zukommt. Verängstigt versucht er, den Mann abzuwehren, doch der alte Mann hält in letzter Sekunde inne, woraufhin die anderen ihn angreifen und den Pfleger brutal niederstechen. Okay, der Pfleger hätte sofort erkennen müssen, dass er in großer Gefahr ist. Die Bewohner dieses Altersheims bleiben normalerweise unter sich und machen ihr eigenes Ding. Sie so zu sehen, wie sie sich koordinieren und zum ersten Mal gewalttätig werden, ist eine völlige Kehrtwendung in ihrem Verhalten. Wenn etwas ihren Verstand verändert hat oder die Körper der alten Menschen kontrolliert, ist das erschreckender, als es auf den ersten Blick erscheint. Im Moment verhält sich jeder einzelne alte Mensch in diesem Altenheim wie ein Zombie. Die Infektionsrate liegt bei 100%. Wenn dies im ganzen Land geschieht, ist wirklich jeder in Gefahr. In Deutschland sind 22% der Bevölkerung 65 Jahre oder älter, was bedeutet, dass das Land bereits von über 18 Millionen alten Menschen als Zombies überrannt werden könnte. Und das ist erst der Anfang ihrer Probleme. Wenn dieser alte Mann einen Mann überwältigen kann, der nur ein Drittel so alt ist wie er, dann wissen wir, dass diese alten Menschen nicht mehr gebrechlich sind und enorm an Kraft gewonnen haben. Schlimmer noch, sie zeigen keine Angst und lassen sich auch von Schmerzen nicht abschrecken, was sie zu unaufhaltsamen Tötungsmaschinen macht. Es wird nahezu unmöglich sein, mit ihnen fertig zu werden, da sie über das ganze Land verteilt sind. Und viele Menschen werden zögern, ihnen bekannte Senioren zu töten, selbst wenn diese sich in Zombies verwandelt haben. Während ein erbitterter globaler Kampf bevorsteht, müssen die beiden Pfleger zunächst die Zombie-Senioren im Altersheim überleben. Es sind nur die beiden im Dienst und sie sind zahlenmäßig völlig unterlegen, wenn die alten Menschen jetzt als koordinierte Einheit arbeiten. Am besten wäre es, die Senioren im Zimmer einzuschließen und sie ihre Musik genießen zu lassen. Sie sind alle in einem Raum mit einer einzigen Tür versammelt, das heißt, sie können für den Fall der Fälle eingeschlossen werden. Einer der beiden kann die Behörden anrufen oder die Nachrichten verfolgen, um herauszufinden, ob dieses seltsame Phänomen irgendwo anders auf der Insel auftritt, während der andere die Senioren durch diese Glasscheiben oben an der Wand weiter beobachten kann. Das wäre die perfekte Gelegenheit, um herauszufinden, ob die alten Menschen dazu gebracht werden können, sich gegenseitig zu bekämpfen, damit sich das Problem von selbst löst. Wenn die Pfleger etwas einführen könnten, um das die alten Menschen wetteifern, eine einzelne Waffe oder einen Teller mit Essen in den Raum stellen, könnten die Zombies anfangen, sich gegenseitig zu zerfleischen, um es zu bekommen. Na, in der Zwischenzeit hört die Mitarbeiterin des Pflegers seine Schreie und geht die Treppe hinauf, ist aber schockiert, als sie die Flure voller Patienten vorfindet. Das Mädchen ist entsetzt, als diese zu stöhnen beginnen und sich wie Tiere aufführen.
Sie kämpft sich durch die Menge und greift schnell zum Telefon, um die Polizei zu rufen. Aber das war ihr letzter Fehler. Plötzlich stürzt sich der alte Mann auf das Mädchen und schlägt ihr brutal ein Rohr in den Kopf, sodass sie auf der Stelle tot ist. Es ist entsetzlich. Der Mann verlässt die Einrichtung und ist fest entschlossen, sich an all den jungen Leuten zu rächen, die sie im Stich gelassen haben. Auf der Party gehen alle Gäste zurück zu ihren Autos, aber als Lukas in seinen Wagen einsteigen will, sieht er noch einmal zu seiner Ex-Frau. Es ist klar, dass sie noch Gefühle füreinander haben, aber seine Freundin Kim wird eifersüchtig und besteht darauf, dass sie gehen. Als alle weg sind, betritt das Brautpaar das Gästehaus und der Ehemann, Malik, zeigt seiner Frau die Überraschung, an der er die ganze Woche gearbeitet hat. Sie ist wunderschön, aber die Tante ist besorgt und sagt ihm, dass sie Angst hat, dass etwas schiefgehen könnte. Er versichert ihr, dass alles gut gehen wird und die beiden beginnen, ihre Hochzeitsnacht zu genießen, ohne zu ahnen, dass der brutale alte Mann gerade das Gebäude betreten hat. Als er im Obergeschoss Musik hört, merkt er, dass jemand im Haus ist und geht zu diesem Bettgestell, um eine Mordwaffe herzustellen. Er schraubt eine Metallkugel von einem Pfosten ab und steckt sie unbemerkt in seine Socke, sodass der Mann alles hat, was er braucht, um seine Mordtour fortzusetzen. Oben wird das Paar intim. Doch dann bemerkt die Frau, dass sie von jemandem beobachtet werden. Es ist der alte Mann. Er greift ihren Mann brutal an und schlägt ihn zu Tode. Verängstigt kriecht die Frau von ihm weg und schreit um Hilfe, während sie zu entkommen versucht, aber dann schaut sie zurück. Der alte Mann wirft ihr sofort den Ball an den Kopf und sie stürzt die Treppe hinunter, wobei sie sich die Knochen bricht. Sie kann sich nicht mehr wehren und der Mörder geht auf sie zu, um sie zu töten. In der Zwischenzeit kommt Lukas und seine Freundin bei ihrem Haus an, aber als sie aus dem Auto aussteigen, bemerkt die Frau eine seltsame Gestalt in der Ferne. Erschrocken nimmt sie eine Taschenlampe aus dem Wagen und richtet sie auf die Gestalt, die sie als einen Bewohner des Altenheims erkennt. Plötzlich hören sie eine Explosion, die aus dem Dorf kommt, und sie eilen hinüber, um sich das Ganze genauer anzusehen. Das Paar fährt in Richtung des Dorfes, um zu sehen, was los ist, hält aber an, als sie eine Reihe von verlassenen Autos auf der Straße finden. Diese gehören den Gästen, die gerade auf der Hochzeitsfeier waren, und der Mann geht hin, um sie zu überprüfen und entdeckt, dass die Insassen ermordet wurden. Es ist grauenhaft. Er versucht, die Polizei anzurufen, aber alle Notrufnummern sind besetzt. Als Lukas sich umschaut, sieht er, wie ein Mob von Bewohnern des Altenheims einen anderen Partygast brutal tötet und er merkt, dass er entdeckt wurde. Ein mit einer Axt bewaffneter Verrückter stürzt sich auf ihn und er schafft es zurück zu seinem Auto, mit dem er so schnell wie möglich von dort wegfährt. Okay, das ist ein Weltuntergangsszenario, auf das dieses Paar nicht vorbereitet ist. Lukas und seine Freundin müssen alle anderen als verloren betrachten und sich selbst in Sicherheit bringen. Sie haben gesehen, dass das ganze Dorf von mörderischen alten Menschen überrannt wird und haben vorhin bemerkt, dass ein alter Mann den ganzen Weg vom Altersheim zu ihrem Bauernhaus gelaufen ist. Da diese Bedrohungen an meilenweit voneinander entfernten Orten aufgetaucht sind, sollte sie das darauf aufmerksam machen, dass zumindest die gesamte Insel zu einer Gefahrenzone geworden ist. Das macht Sinn, denn Lukas hat festgestellt, dass die Notrufnummer nicht funktioniert, weil sie offensichtlich mit Dutzenden von Anrufen aus der ganzen Insel überfordert ist. Diese alten Menschen sind nicht nur hirnlose Zombies, sie können auch Waffen benutzen und sich untereinander koordinieren. Dieser alte Mann hat sogar einen schweren Gegenstand abgeschraubt und ihn in seine Socke gesteckt, um daraus eine tödliche Waffe zu machen. Und diese drei Zombies arbeiten zusammen, um einen Mann festzuhalten, während ihr Freund ihn in Stücke hackt. Als erstes müssen sie sich ins Auto zurückziehen und im Radio hören oder zu einem Ort mit Fernseher fahren, um herauszufinden, wie weit sich das Chaos ausgebreitet hat. Wenn sich das Chaos auf die Insel beschränkt, sollte es ihre erste Priorität sein, zu den Docks zu gelangen und ein Boot zurück auf das Festland zu nehmen. Wenn sich das Chaos über die ganze Welt ausbreitet, sollte die Strategie ganz anders aussehen und die Suche nach einem sicheren Ort mit ausreichenden Vorräten, an dem man sich verbarrikadieren kann, im Vordergrund stehen. Ein Lebensmittelladen oder ein Gasthaus wäre der ideale Ort dafür, da sie über einen großen Vorrat an Lebensmitteln und medizinischen Hilfsmitteln verfügen. Auf einer Insel zu sein, könnte tatsächlich ein Segen sein. Wenn diese Zombie-Senioren nicht schwimmen können, müssen sie nur die bereits auf der Insel befindlichen Zombies ausrotten, was diese zu einem sicheren Zufluchtsort machen würde, an den keine weiteren Zombies gelangen können. Im Gegensatz dazu hat das frisch verheiratete Paar alles falsch gemacht. Selbst wenn sie nicht wussten, dass die alten Menschen auf der ganzen Insel zu bösartigen Killern wurden, hätten sie Maßnahmen ergreifen müssen, um sich vor normalen Verbrechen zu schützen. Sie wissen, dass das Dorf in letzter Zeit schwere Zeiten durchgemacht hat und viele Leute weggezogen sind. Das bedeutet, dass ihre üppige Hochzeit das erste Mal seit langer Zeit ist, dass wohlhabende Besucher auf die Insel kommen. Falls ein Dorfbewohner besonders verzweifelt Geld braucht, ist dieses luxuriöse Anwesen ein ideales Ziel für einen Einbruch und die Hochzeitsnacht ist eine gute Gelegenheit, um zuzuschlagen, denn sie wissen, dass die frisch Vermählten bald abreisen werden. Das Paar hat auch seine Hütte renoviert, wahrscheinlich mit Hilfe von Handwerkern, und hat außerdem Caterer für ihre Hochzeit Stunden zuvor engagiert. Das bedeutet,
dass in letzter Zeit viele Fremde auf ihrem Grundstück ein- und ausgegangen sind und jeder von ihnen könnte Wertsachen entdeckt haben, die sie zu stehlen beabsichtigen und sich mit dem Grundriss der Häuser vertraut gemacht haben, um einen Hauseinbruch zu planen. Da sie aus der Stadt kommen, hätten sie ihre Reise auf diese abgelegene Insel wie eine Reise in ein anderes Land behandeln und darauf achten sollen, nicht zur Zielscheibe der Einheimischen zu werden. Eine üppige Hochzeit, nur wenige Schritte von einem Dorf mit einer sterbenden Wirtschaft entfernt zu veranstalten, ist ein großes Risiko, das sie nicht hätten eingehen dürfen. Hätten sie Maßnahmen ergriffen, um sich auf einen Einbruch vorzubereiten? Hätte ihnen das geholfen, den ersten Angriff in dieser Zombie-Apokalypse zu überleben? Der unterirdische Gang unter ihrer Hütte wäre ein großartiger Fluchtweg, wenn sie hören, dass jemand die knarrende Verandatreppe hinaufgeht. Wenn sie sich besonders bösartig fühlen, hätten sie beim Verlassen der Hütte den Auspuff des Ofens verschließen können. Dadurch hätte sich die gesamte Hütte langsam mit tödlichem Kohlenmonoxid aus dem Feuer gefüllt, während die Eindringlinge im Inneren nach Opfern suchen. Wenn die Frischvermählten sich vom Haupthaus zurück in die Hütte geschlichen hätten, hätten sie sogar die Tür verbarrikadieren und hoffen können, dass jeder im Haus durch das Einatmen der Dämpfe stirbt. Im Haus wacht Ella plötzlich auf und stellt fest, dass der Strom ausgefallen ist und sie jemanden herumlaufen hört. Sie denkt, dass es ihre Tochter sein könnte und sieht nach. Aber Lauras Bett ist leer. Das beunruhigt Ella und sie geht nach unten, um nachzusehen und sieht das Mädchen im Flur stehen. Laura ist verängstigt und warnt ihre Mutter, dass draußen ein Haufen alter Leute steht, die das Haus beobachten. Das klingt verrückt und die Frau beschließt, aus dem Fenster zu schauen, findet aber niemanden dort draußen. Plötzlich hören sie jemanden auf dem Klavier spielen und erkennen, dass es sich um Opa handelt. Er weiß genau, was vor sich geht. Und es gibt nichts, was sie tun können, um das Massaker zu verhindern. Die Frauen werden durch ein Klopfen an der Tür aufgeschreckt. Die Mutter ignoriert die Warnung ihrer Tochter und beschließt, der Sache nachzugehen. Sie schnappt sich eine Taschenlampe, geht nach draußen und findet einen alten Mann, der in die Ferne starrt. Es ist verdammt unheimlich. Sie fragt, was los ist, aber der Mann ist verwirrt. Er hält sie für seine Tochter und gibt ihr eine Seite aus der Bibel, auf der steht, du sollst die Alten ehren, denn sie sind in der Überzahl und eines Tages werdet ihr alle so sein. Zur gleichen Zeit entdeckt Laura diese alte Frau, die sich im Gebüsch versteckt und das Hochzeitskleid der Tante trägt. Sie bittet ihre Mutter, zu ihr zu kommen, und sie beobachten, wie die Fremde plötzlich wie ein Tier auf allen Vieren davonläuft. Geschockt befiehlt Ella ihrer Tochter, wieder ins Haus zu gehen und alle Eingänge zu verschließen, während sie nach der Tante sieht, und das Mädchen folgt den Anweisungen ihrer Mutter. In der Zwischenzeit geht die Mutter in das Gästehaus und ruft nach ihrer Schwester, aber sie erhält keine Antwort. Es ist klar, dass etwas nicht stimmt. Und als sie nach oben geht, um nach dem Paar zu suchen, findet sie zu ihrem Entsetzen die Leichen im Bett. Ella kann nicht glauben, dass sie ermordet wurden, aber plötzlich hört sie jemanden in der Nähe summen. Als sie nachschaut, sieht sie, dass es die ältere Frau im Hochzeitskleid ist, die ein Messer in der Hand hält. In diesem Moment, als der alte Mann sie angreifen will, dreht sich die Mutter um und fällt in letzter Sekunde vom Bett. Ella weiß, dass diese Leute ihre Schwester ermordet haben und sie versucht, über die Treppe zu fliehen, aber der Weg wird ihr von einem anderen psychotischen Heimbewohner versperrt. Da sie keine andere Wahl hat, öffnet sie das Fenster, stürzt über den Rand und fällt vom Dach. Die Frau hat Angst, ermordet zu werden und sprintet zurück zum Haus, als sie in der Ferne einen Lastwagen kommen sieht. Es ist ihr Ex-Mann und er will wissen, was los ist, sieht aber etwas, das alle Überlebenden erschreckt. Ihnen gegenüber steht eine Horde blutdürstiger alter Menschen und die Gruppe rennt zum Haus, um hineinzukommen, bevor sie alle getötet werden. Okay, die Lage sieht düster aus, denn es gibt keine Möglichkeit, sich mit roher Gewalt zu wehren. Ella hat mit eigenen Augen gesehen, dass es sich nicht um normale Senioren handelt, sondern dass sie über eine wahnsinnige Kraft und Geschwindigkeit verfügen, die aus dem Nichts gekommen zu sein scheint. In Anbetracht dessen hätte Ella erkennen müssen, dass sie es hier mit einer übermenschlichen Bedrohung zu tun haben, der sie zahlenmäßig unterlegen sind und die keine Ahnung von den Grenzen ihrer Macht hat. Wenn die Kraft, die die Körper der Senioren kontrolliert, sie weit über ihre physischen Grenzen bringen kann, weiß man nicht, welche anderen Kräfte ihnen verliehen wurden oder ob sie überhaupt getötet werden können. Wenn ich an Ellas Stelle wäre, würde ich mich darauf konzentrieren, herauszufinden, warum das alles passiert. Die Bibelseite, die der alte Mann mir zeigen wollte, wäre der erste wichtige Hinweis, den ich mir ansehen würde. Darin werden alte Menschen erwähnt. Und wenn man sich umschaut, ist jede einzelne Person, die sich seltsam verhält, über 60. Im Gegensatz dazu sind alle, die jünger als 60 sind, nicht betroffen, einschließlich Menschen in ihren 40ern wie Lukas und Ella. Das sagt uns sofort, dass die Bedrohung nicht wie eine Infektion auf einen bestimmten Ort beschränkt ist und sich nicht von Mensch zu Mensch ausbreiten kann, was bedeutet, dass die einzige Art von Menschen, um die wir uns Sorgen machen sollten, Senioren sind und wir anfangen sollten, ihre möglichen Schwächen herauszufinden, die wir ausnutzen können. Als nächstes sollte sich Ella den zweiten Teil der Seite ansehen, in dem es um die Ehrung alter Menschen geht. Nicht alle Senioren sind sofort gewalttätig, dieser hier läuft vor ihnen weg
und Opa spielt gerade Klavier. Das bedeutet, dass ihr Hauptinstinkt nicht unbedingt darin besteht, zu töten. Wenn Ella herausfindet, was sie zu den Angriffen veranlasst, kann sie den Code knacken, um sie zum Aufhören zu bewegen. Da Ellas Familie früher eng befreundet war und sogar ein gemeinsames Haus bewohnte, sollte sie mit dem Großvater beginnen und versuchen, ihn weniger aggressiv zu machen oder ihn sogar wieder zur Vernunft zu bringen. Ella sollte Dinge tun, von denen sie weiß, dass ihr Vater sie respektieren würde. Zum Beispiel ihn als Haushaltsvorstand bezeichnen oder ihm persönlichen Gegenstände bringen, die er im Haus der Familie gelassen hat, wie seine Pfeife oder seine Brille. Er erinnert sich deutlich an Fragmente seines früheren Lebens und seiner Familie, da er sofort dazu überging, auf dem Klavier der Familie zu spielen. Mit den üblichen Methoden, die Senioren mit Demenz helfen, kann Ella ihrem Vater helfen, wieder zur Vernunft zu kommen. Sie sollte persönliche Geschichten über die Zeit mit Vater erzählen und dabei visuelle Anhaltspunkte wie Gegenstände oder Fotos auf ihrem Handy zeigen. Diese Geschichten sollten in kurze und einfache Punkte unterteilt werden, die jeweils mit einem visuellen Hinweis verbunden sind. Das ist ihre beste Chance, ihren Vater aufzurütteln und ihn an sein Leben vor dem Altersheim zu erinnern. Wenn dies dazu führt, dass er sich weniger seltsam verhält, dann würde Ella wissen, dass die Suche nach Möglichkeiten, diese alten Menschen zu ehren, der Schlüssel zur Umkehrung ihres Zustands und zur Verhinderung dieser Massenkatastrophe ist. Sie betreten das Gebäude, aber Ella bemerkt, dass ihr Sohn verschwunden ist und fragt ihre Tochter, wo er ist, aber das Mädchen weiß es nicht. In Panik ruft die Frau nach Noah, stellt aber fest, dass auch der Großvater verschwunden ist. Sie rennt die Treppe hinauf und befürchtet das Schlimmste, muss aber feststellen, dass von ihrem Sohn und ihrem Vater keine Spur zu finden ist, sodass ihr nur noch eine Möglichkeit bleibt. Ella findet eine versteckte Schachtel, öffnet sie und entdeckt darin eine Pistole. Sie ist entschlossen, sich für ihre Schwester zu rächen und ihren Sohn zu finden. Auch wenn das bedeutet, dass sie jeden alten Menschen in der Stadt umbringen muss. Sie geht zur Seitentür und öffnet sie, aber ihr Ex-Mann besteht darauf, dass sie drinnen bleibt. Ella weigert sich und erklärt, dass sie das tun muss und kriecht nach draußen, wo eine Gruppe alter Leute wartet, die alle eine Waffe in der Hand halten. Die Frau richtet ihre Waffe auf die Mörder und verlangt zu wissen, wohin sie ihren Sohn gebracht haben. In diesem Moment bemerkt Ella, dass ihr Vater sich zu ihnen gesellt hat, geht zu ihm und bittet den Mann, Noah zurückzubringen. Ihr Mann kommt aus dem Haus gerannt und versucht, sie zurückzuholen, aber sie stößt ihn weg. Wütend stößt die Frau den alten Mann zu Boden und beschuldigt ihn, seinen eigenen Enkel umgebracht zu haben. Währenddessen hört Laura im Haus das Zerbersten eines Fensters und stellt fest, dass jemand eingebrochen sein muss. Sie beschließt, der Sache nachzugehen und geht zu diesem Schrank, findet aber niemanden auf der anderen Seite der Tür. Laura weiß nicht, dass sich der alte Mann bereits ins Haus geschlichen hat und Kim unternimmt nichts, um ihn aufzuhalten, während seine Freunde durch die offene Tür kriechen. Die Frau zieht sich zurück, betont, dass sie immer versucht, alten Leuten zu helfen und bittet sie, stattdessen das Mädchen zu suchen. Der alte Mann lässt sich davon überzeugen und stürzt sich auf Laura, die sich gerade aus dem Staub macht, um mit dem Leben davonzukommen. Draußen hören die anderen das Mädchen schreien und gehen zurück ins Haus, wo Ella keine Spur ihrer Tochter findet. Ihr Mann schließt schnell die Tür und fragt seine Freundin, wo Laura ist, aber die Frau weigert sich zu antworten. Sie argumentiert, es sei nicht ihre Aufgabe, auf seine Tochter aufzupassen, und in diesem Moment bemerkt Ella einen alten Mann, der sich hinter einem Stuhl versteckt. Er springt heraus und versucht, sie anzugreifen, aber sie erschießt ihn. Da ihre Kinder verschwunden sind, bahnt sich das Paar einen Weg durch das Haus und hört in der Küche Glas zerbrechen, als ein älterer Mann herauskommt. Er bittet sie um Hilfe, aber der Vater tötet ihn brutal und weigert sich, N Gnade walten zu lassen. Sie haben keine Zeit zu verlieren und Ella öffnet die Küchentür, um zu sehen, wie der Mörder ihrer Schwester ihre Tochter in die Enge treibt. Okay, diese Leute sind rücksichtslos und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich selbst umbringen. Die frisch Vermählten wurden an Ort und Stelle ermordet und ihre Leichen zur Schau gestellt. Wenn Ella sich an dieses entscheidende Detail erinnert hätte, wäre ihr klar geworden, dass die Senioren keine Gefangenen machen. Anstatt einer aussichtslosen Sache nachzujagen und den Mob mit ihrem Sohn zu konfrontieren, hätte Ella mit der Gruppe den Rest des Hauses überprüfen sollen. Noah hatte vorhin einen Geheimgang unter dem Haus erwähnt. Das klingt nach dem perfekten Versteck für ein verängstigtes Kind und sollte der erste Ort sein, an dem die Gruppe nach dem vermissten Jungen sucht. Selbst wenn Ella ihn nicht finden kann, wäre es an der Zeit, den Jungen zurückzulassen. Das mag traurig klingen, weil ihr die Rettung ihres Sohnes so wichtig ist, aber der Junge ist wahrscheinlich schon tot oder so gut versteckt, dass er nicht gefunden werden kann. Selbst wenn Ella ihn nicht finden kann, bedeutet dies, dass es für Ella keinen Grund gibt, das Leben ihrer Tochter und aller anderen Mitglieder der Gruppe zu riskieren, nur um Noah zu finden. Indem sie auf den Mob zustürmt und ihn anschreit, zwingt Ella ihren Ex, ihr zu folgen und überlässt es den beiden anderen Frauen, die offene Tür zu bewachen. Das war ein großer Fehler, denn so werden alle vier Überlebenden von der wichtigsten Aufgabe, der Sicherung des Hauses, abgehalten. Das bedeutet, dass es für Ella keinen Grund gibt, das Leben ihrer Tochter und aller anderen Mitglieder der Gruppe zu riskieren, nur um Noah zu finden. Wären alle im Haus geblieben, hätte die Gruppe das gesamte Haus durchsuchen können, indem sie von Raum zu Raum gegangen wären und alle möglichen Eingänge verriegelt oder verbarrikadiert hätte, wie zum Beispiel dieses Glasfenster oder diese offene Tür.
Sobald das Haus gesichert ist, könnten sie auf das Tageslicht warten oder hoffen, dass der Mob abhaut, während sie auf eine Gelegenheit warten, zu Lukas Fahrzeug zu laufen. Wenn die Gruppe innegehalten hätte, um das Gesamtbild zu betrachten, wäre ihnen klar geworden, dass ihr derzeitiger Ansatz, mit den alten Leuten aggressiv zu werden, sie nur alle umbringen wird. Sie haben nur ein Gewehr mit einem Magazin und das Haus ist von Dutzenden alter Menschen umstellt. Da es ein unnötiges Risiko ist, sich einem der Senioren zu nähern und jede Kugel kostbar ist, sollten sie nicht jeden töten, den sie sehen, vor allem nicht diesen Mann, der sie um Hilfe anfleht. Das zeigt, dass einige der alten Menschen nicht gewalttätig sind und ihre Meinung ändern können. Wenn sie diejenigen, die noch etwas Güte in ihren Herzen haben, davon überzeugen könnten, die Familie in Ruhe zu lassen, dann wäre der Mangel an Munition kein so großes Problem, da es viel weniger alte Menschen gibt, gegen die sie kämpfen müssten. Wenn ich Ella wäre, wäre mir sofort auffallen, dass der alte Mann, der uns bittet, ihn zu retten, derselbe ist, der ihr zuvor eine Seite aus der Bibel gegeben hat. Das bedeutet, dass der Mann wahrscheinlich religiös ist. Und diese Verbindung zu etwas Positivem außerhalb der Verzweiflung des Altersheims hält ihn friedlich. Wenn wir Lukas davon abhalten hätten, ihn zu töten und ihn stattdessen zugehört, könnten wir die Theorie testen, dass die Religiosität dieses Mannes ihn davon abhält, sich in ein Monster zu verwandeln und so den Schlüssel zur Rettung aufdecken. Auch wenn wir keine gläubigen Christen sind, dieser Mann war es eindeutig. Wir sollten ihn auf Bibelstellen über Vergebung und Barmherzigkeit hinweisen, zum Beispiel auf Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wenn er der Meinung ist, dass es das Richtige ist, die Vernachlässigung zu vergeben, die junge Menschen ihren Senioren angetan haben, könnten wir ihn als Beschützer auf unsere Seite ziehen, der die anderen Senioren zwingen kann, die jungen Menschen nicht mehr zu schlagen und ihnen zu vergeben. Ella feuert ihre Waffe ab, verfehlt aber, und der alte Mann wirft ihr eine Metallkugel an den Kopf, die die Frau zu Boden wirft. Der Vater greift den Mann mit einem Schürhaken an, aber der Mörder gewinnt schnell die Oberhand. Er wirft Lukas zu Boden und versucht, ihn mit einem Messer zu erstechen, entschlossen ihn zu ermorden, aber da schlägt die Mutter dem alten Mann auf den Kopf. Die Familienmitglieder haben überlebt und sie umarmen sich erleichtert. Aber Kim ist eifersüchtig und hat bereits einen Plan ausgeheckt, um den Mann für sich zu behalten. Später bittet Lukas seine Freundin, eine Taschenlampe zu halten, aber die Frau weigert sich. Sie ist immer noch wütend auf ihn, weil er seiner Familie den Vorrang gibt. Also nimmt seine Tochter die Lampe, während die Eltern den alten Mann mit Klebeband an den Ofen fesseln. Als der Mörder gefesselt ist, öffnet Lukas das Augenlid des Mannes und fragt Kim, ob sie weiß, wer er ist. Aber die Frau erinnert sich nicht an seinen Namen. Als er sich wieder umdreht, will er wissen, warum die älteren Bewohner sie angegriffen haben, aber der Mann weigert sich zu antworten. Frustriert geht die Mutter in den Flur, um ihre Waffe zu holen und droht, ihn zu erschießen, wenn er nicht verrät, wohin ihr Sohn gebracht wurde. Es ist klar, dass sie bereit ist, den Abzug zu betätigen, und der Mann erklärt, dass alle alten Menschen zu viel gelitten haben. Sie wollten nicht im Altersheim wie Tiere eingesperrt werden, und er fordert die Frau auf, ihn aus seinem Elend zu befreien. In diesem Moment hört sie, wie sich jemand nähert und dreht sich um, um ihren Sohn in der Tür stehen zu sehen. Er wurde nie entführt und sie rennt hin und fragt den Jungen, wo er gewesen sei. Noah enthüllt, dass der Großvater ihm gesagt hat, er solle sich auf dem Dachboden verstecken und ihn gewarnt hat, dass es dort nicht sicher sei, bevor er sich den anderen draußen anschließt, was bedeutet, dass der Mann ihm die ganze Zeit über geholfen hat. Doch plötzlich beginnt der Junge schwer zu atmen und wird ohnmächtig. Die Mutter erkennt, dass er einen Asthmaanfall hat und die Tochter holt schnell seinen Inhalator. Als sie zurückkommt, hilft sie ihrem Bruder, wieder zu Atem zu kommen, aber es sieht nicht gut aus. Der Anfall hat ihn geschwächt und der Vater schlägt vor, ihn im Wohnzimmer unterzubringen, wo sie alle bis zum Morgen in Sicherheit sind. Damit verlassen die Überlebenden die Küche, doch der alte Mann ist fest entschlossen, die ganze Familie zu ermorden. Okay, die Gefangennahme dieses alten Mannes ist ein großer Gewinn, den die Gruppe zu ihrem Vorteil nutzen sollte. Die alten Leute sind die ganze Zeit als koordinierte Gruppe unterwegs gewesen. Wenn die Familie das Vertrauen dieses alten Mannes gewinnen kann, kann er die ganze Bande dazu bringen, sie in Ruhe zu lassen. Dieser Mann hat es eindeutig satt, verachtet zu werden. Und Ella ist die richtige Person, um sein Vertrauen zu gewinnen. Da sie und Lukas die Ältesten in der Gruppe und nicht viel jünger als der alte Mann sind, kann Ella sich sofort mit ihm vergleichen, indem sie darauf hinweist, dass sie auch Eltern sind und zwei Kinder haben, die sie ständig vernachlässigen und nicht respektieren. Wenn die Familie das im Voraus plant, können sie die ganze Geschichte viel authentischer wirken lassen. Ella kann ihre Tochter bitten, vor dem alten Mann mit ihr zu streiten und dafür zu sorgen, dass sie Ella angreift, weil sie wertlos ist, weil sie alt ist und sie wegschicken will, weil sie eine Last ist. All das, worüber der alte Mann verbittert ist. Das wird dem alten Mann helfen, Ella als gleichwertig zu betrachten und Empathie für sie zu entwickeln, anstatt sie als Feind zu sehen, der sterben muss. Wenn ich an Ellas Stelle wäre, wäre das Zeitfenster, nachdem sie das Vertrauen des alten Mannes gewonnen hat, der perfekte Zeitpunkt, um mit einem sinnvollen Plan Kim loszuwerden. Diese Frau ist wahnsinnig eifersüchtig auf meine Familie und hat bereits gesagt, dass es ihr egal ist, ob meine Kinder leben oder sterben, sie wird für mein Überleben nicht von Nutzen sein.
Wenn wir diesen alten Mann davon überzeugen können, dass Kim für die Senioren der Staatsfeind Nummer 1 ist, werden wir seine Gnade erlangen, indem wir sie der Meute ausliefern oder ihn sie töten lassen. Ich würde Kims Job im Altersheim als Munition benutzen, indem ich so tue, als ob Kim die ganze Zeit über die alten Leute, die sie betreut, bei ihrem Freund schlecht gemacht hätte. Wir sollten dem alten Mann sagen, dass Kim das Altersheim absichtlich in völliger Unordnung zurücklässt, das Essen durch die Gegend wirft und die alten Leute zwingt, wie Tiere zu leben, weil sie sie hasst. Da der alte Mann ein Bewohner des Heims war, wird er glauben, dass das, was wir sagen, wahr ist, weil er aus erster Hand gesehen hat, dass die Zustände dort beklagenswert waren und das ist genau das, worüber er sagt, dass er wütend ist. Sobald er überzeugt ist, können wir ihm anbieten, ihn loszubinden und Kim zu ihm in den Raum locken, wenn er im Gegenzug dem Mob sagt, er solle alle anderen gehen lassen. Später in der Nacht schläft die Familie, als die Mutter ins Bad geht, um ihre Wunden zu reinigen. Aber sie wird unterbrochen, als Lukas' Freundin hereinkommt. Es ist eine unerwartete Überraschung und die Frau offenbart, dass ihr Ex-Mann sie immer noch liebt, obwohl sie ihn verlassen hat. Die Frau ist bestürzt darüber, aber Kim gibt ihr die Schuld an allem, was passiert ist und besteht darauf, dass sie keine Probleme mit den älteren Menschen hatten, bevor sie in die Stadt zurückkehrte. Verärgert verlässt die Freundin den Raum und die Mutter folgt ihr und findet die Frau vor einer offenen Tür stehend. Ella schließt sie schnell, weil sie befürchtet, dass die alten Leute sie sehen könnten, aber das war ihr größter Fehler. Kim schlägt ihr plötzlich auf den Kopf und setzt die Mutter außer Gefecht. Ohne Zeit zu verlieren, zerrt sie die Frau nach draußen und überlässt sie sich selbst. Da wacht die Mutter auf und merkt, dass sie betrogen wurde, als sie plötzlich ihren Vater in der Ferne mit einer Horde alter Leute direkt hinter ihm sieht. Erschrocken versucht sie, die Tür zu öffnen, aber sie ist verschlossen und Lukas erkennt, dass seine Freundin den Schlüssel zur Haustür in der Hand hält. Sie will seine Ex-Frau umbringen lassen. Er stürmt vor und verhindert, dass sie den Schlüssel in letzter Sekunde verschluckt. Mit schnellem Handeln entriegelt er die Tür und öffnet sie, aber er kann Ella nicht retten. Die alten Leute haben bereits begonnen, ihn anzugreifen und sie werden nicht zulassen, dass jemand die Mutter zurückbringt. Von Schuldgefühlen überwältigt, beschließt Kim, sich zu rehabilitieren und geht nach oben, um das Leben ihres Freundes zu retten. Plötzlich sieht das Mädchen die Frau, die die Senioren von oben angreift und die Horde beschließt, das Ziel zu wechseln. Es ist sehr heldenhaft, aber die Familie kann nur zusehen, wie ein alter Mann die Frau kaltblütig tötet. Die Mutter ergreift ihre Chance und rennt schnell zurück ins Haus. Aber sie haben ein anderes Problem. Die alten Leute haben Lukas davon abgehalten, die Tür zu schließen. Und der Mann stolpert und reißt den Türknauf ab, als er hinfällt. Es gibt keine Möglichkeit mehr, den Vordereingang zu verschließen. Und die Familie zieht sich in das Wohnzimmer zurück, als die alten Leute hereinstürmen. Den Überlebenden gelingt es, die Tür zu verriegeln und die Mörder daran zu hindern, weiter vorzudringen. Aber das hält nicht lange an. Und die Mutter erkennt, dass sie nichts tun können, um ihren Mann zu retten. Okay, Ella ist ein Idiot und das könnte bald ihre ganze Familie in den Tod reißen. Als sie draußen aufwacht, sieht sie, wie Opa ihr sagt, sie solle ruhig sein, aber sie fängt sofort an zu schreien und gegen die Tür zu hämmern. Da sie weiß, dass Kim völlig übergeschnappt ist und bereit ist, drastische Maßnahmen zu ergreifen, wie sie bewusstlos zu schlagen und nach draußen zu schleppen, um getötet zu werden, gibt es für Ella keinen Grund zu glauben, dass das Klopfen an der Tür etwas bewirken wird. Kim hat offensichtlich Maßnahmen ergriffen, um sie draußen zu halten und wird sich gegen jeden wehren, der die Tür öffnen will. Dies ist Ellas Elternhaus, das sie wie ihre Westentasche kennen sollte und sie hat bereits von zwei Möglichkeiten gehört, wieder ins Haus zu kommen, ohne die Aufmerksamkeit der Alten zu erregen. Sie kann versuchen, sich zur Hütte des Vaters zu schleichen und den unterirdischen Gang zu benutzen, um zum Haupthaus zurückzukehren. Oder sie kann an der Seite des Hauses zu dem zerbrochenen Fenster gehen und hoffen, dass Kim es noch nicht verbarrikadiert hat. Wenn sie darauf vertraut, dass ihr Vater hier auf ihrer Seite ist, sollte sie ihm ein Zeichen geben, zu ihr zu kommen, ohne dass die anderen alten Leute es mitbekommen. Da er schon seit Stunden mit den anderen Senioren draußen ist, hat er genau gesehen, wie sie sich versammelt haben und weiß, wo die sicheren, unbewachten Fluchtwege sind. Das macht ihn zum idealen Aufpasser, um sie unbemerkt zu einem anderen Hauseingang oder zu einem Fahrzeug in der Nähe zu führen. Gleichzeitig tut Kim hier das absolute Minimum für jemanden, der einen Sinneswandel hatte und helfen will. Indem sie aus dem zweiten Stock ohne Waffen angreift, verschafft sie der Familie nur ein paar Sekunden, die Zeit, die der Mob braucht, um ein wehrloses neues Opfer zu töten. Nach allem, was sie bisher über die alten Zombies gelernt haben, hätte Kim erkennen müssen, dass es für den Sieg über die Hauptbedrohung entscheidend ist, der Gruppe beim Überleben zu helfen und diese Information weiterzugeben. Sie hätte eine Waffe wie diese Metallstange hier nehmen können und dann versuchen sollen, mit angewinkelten Knien auf den Füßen zu landen, um den Aufprall abzufangen, anstatt aufs Gesicht zu fallen. So hätte Kim sofort nach der Landung losschlagen und einen echten Kampf mit den alten Leuten beginnen können und Ella hätte mehr Zeit, wieder ins Haus zu kommen. Hätte Kim einen Blick in den Raum direkt über den Mob, hätte sie gesehen, dass sie nicht einmal springen muss und dass es viele Gegenstände gibt, die sie zu ihrem Vorteil hätte nutzen können. Sie hätte die Vorhänge von den Wänden reißen, sie zusammenbinden und ein Ende herunterwerfen können, damit Ella zurück ins Haus klettern kann, während der Mob abgelenkt ist und sich an der Eingangstür zu schaffen macht.
Es gibt auch mehrere schwere Gegenstände, wie diese Stühle oder diesen Keramikaufsatz, die Kim aus dem zweiten Stock hätte werfen können, um die Angreifer unten bewusstlos zu machen oder aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wenn sie mehr Munition braucht, kann sie sogar ein ganzes Regal mit Weinflaschen im Wohnzimmer benutzen. Leider hat sie das nicht durchdacht und die Überlebenden in noch größere Gefahr gebracht. Der Vater stirbt vor den Augen seiner Familie und in diesem Moment bemerkt Laura, dass unter der Tür Benzin ausgegossen wird und zieht sich zurück, bevor es Feuer fängt. Sie werden verbrennen, wenn sie hier bleiben, aber das Mädchen erinnert ihre Mutter daran, dass sie den versteckten Tunnel unter dem Haus benutzen können, um zu entkommen. Entschlossen zu überleben, schieben die Frauen schnell das Klavier aus dem Weg und die Mutter hebt eine Luke im Boden an, damit sie ihre Kinder zuerst hinunterschicken kann. Doch dann brechen die alten Leute durch die Tür. Da sie keine Zeit zu verlieren hat, schließt sich die Frau den Kindern an und führt sie in einen unterirdischen Gang, denn sie weiß, dass die psychotischen Bewohner nicht aufhören werden, bis sie tot sind. Als die Familie einen Keller erreicht, schiebt die Frau einen Schrank beiseite, hinter dem das Loch versteckt war. Sie hilft ihren Kindern, ins Innere zu gelangen, aber als sie durch den Tunnel kriechen, merken sie, dass die alten Leute sie einholen. Die Mutter versucht zu fliehen, aber sie wird von einem der Mörder gepackt und in Richtung der Bande geschleift. Ihre Kinder können halt nichts tun, um sie zu retten und müssen mit ansehen, wie ihr letzter verbliebener Elternteil brutal getötet wird. Es ist entsetzlich, aber die Überlebenden gehen weiter und weigern sich, jetzt aufzugeben. Sie schaffen es, das Gästehaus zu erreichen und aus dem Tunnel zu klettern, bevor sie den Schrank schnell über die Luke schieben. Doch sobald Laura einen Moment Zeit hat, zu Atem zu kommen, bricht sie in Tränen aus. Das Mädchen hat fast alle Mitglieder ihrer Familie verloren und sie sind hier gefangen und können nicht entkommen. Plötzlich erhält sie Benachrichtigungen auf ihrem Handy und als sie diese überprüft, gibt es schlechte Nachrichten. Im ganzen Land sind alte Menschen auf Mörderjagd gegangen und es wurde der Notstand ausgerufen. Da merkt sie, dass ihr Freund versucht hat, sie zu kontaktieren. Er ist noch am Leben und das Mädchen ruft ihn an und erfährt, dass er einen Plan hat, wie sie mit seinem Motorboot von der Insel fliehen können. Er sagt ihr, sie solle ihn am Strand treffen, aber dann wird der Anruf unterbrochen und das Mädchen drängt ihren Bruder, aufzustehen. Sie versuchen, das Gästehaus zu verlassen, aber ihr Großvater versperrt ihnen Weg nach draußen. Laura weiß nicht, ob sie ihm trauen kann und richtet ihre Waffe auf den Mann. Als sie merkt, dass es sich um eine Falle handelt, überfällt der blutrünstige Mörder das Mädchen und wirft sie zu Boden. Sie lässt die Pistole fallen, als er ein Messer zückt, fest entschlossen, sie genauso zu töten wie die anderen. Als sie merkt, dass ihr Bruder sie beobachtet, beginnt sie, das Lied ihrer Vorfahren zu singen, um ihn zu trösten, und das lässt den alten Mann innehalten. Er wird von Schuldgefühlen überwältigt und nimmt das Messer von ihrer Kehle weg. Aber das war sein größter Fehler. Der Großvater weigert sich, ihn seine Enkelkinder töten zu lassen und schießt dem Mann in den Kopf, um den Tod seiner Tochter zu rächen. Als Laura wieder auf die Beine kommt, nimmt sie ihrem Großvater die Waffe ab, erleichtert, dass er aus seiner Trance erwacht ist. Die überlebenden Familienmitglieder umarmen sich, sie haben nur noch sich selbst. Und die Gruppe macht sich so schnell wie möglich auf den Weg zum Strand, wo sie den Freund auf seinem Boot ankommen sehen. Die Überlebenden klettern schnell an Bord und verlassen die Insel, nachdem sie eine wertvolle Lektion gelernt haben. Respektiere immer die Älteren, sonst bringen sie dich vielleicht um. Aber was denkst du? Wie würdest du die Old People schlagen? Lass es mich in einem Kommentar unten wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasse ein Like und abonniere die Seite und schau dir die Wie besiegt man Playlist an, um mehr Videos wie dieses zu sehen. Bis zum nächsten Mal, hab verdammt guten Tag.